Hallo und willkommen auf dem Kanal 1B 11B 111B. Ein RS Flipflop selber bauen. Ein Flipflop ist eine Speicherschaltung, die ein Bit speichern kann. Das kann man vergleichen mit einer Leitung, die man dauerhaft schließt und nur durch einen Impuls wieder trennen kann. Das Flipflop ist ein sehr wichtiger Baustein in der Digitaltechnik. So, das ist das Schaltzeichen für einen SR Flipflop. Oder Entschuldigung, RS Flipflop. Dieser untere Ausgang Q mit dem Strich darunter, den sollte man einfach nicht beachten. Der wird so gut wie überhaupt nicht eingesetzt. Er wird aber trotzdem immer eingezeichnet. Was wichtig ist, ist dieser Q-Ausgang. Hier liegt liegt der Hauptausgang, der am wichtigsten ist. So, S steht für Set. Also durch diesen Eingang wird das Flipflop aktiviert. Durch einen kurzen Spannungsimpuls und der Q-Ausgang wird dann, an dem liegt dann Spannung an. Man sagt, er ist dann High oder eine 1 liegt an. Dieser Schaltzugang kann nur wieder weggenommen werden, wenn man am Reset-Eingang auch einen kurzen Spannungsimpuls drauf gibt. Dann wird der Q-Ausgang wieder low oder man kann auch sagen, eine 0 liegt an. Ein Flip-Flop kann man auch mit einem Kippschalter vergleichen. Drückt man den Kippschalter hier oben, geht das Licht an. Und drückt man den Schalter wieder hier unten, geht das Licht aus. Und übrigens, ich habe mir hier so eine LED-Lampe gekauft. Wer noch so Sparlampen hat, so Röhrensparlampen, da empfehle ich, sich dringend von zu trennen, weil die LED-Lampen, die sind viel sparsamer. Oder wollt ihr der Merkel die Steuergelder in den Rachen schmeißen? Also das Flip-Flop, das funktioniert rein elektronisch, im Gegensatz zum Kippschalter des Lichtschalters, der ja rein mechanisch funktioniert. Die Vorteile liegen darin, dass das Flip-Flop dadurch keinen mechanischen Verschleiß aufweist und man kann das Flip-Flop mikroskopisch klein bauen und zum Beispiel in RAM Bausteine millionenfach reinpacken. Also zur Schaltung. Ich werde das Flipflop nur aus zwei Transistoren aufbauen. Da der 8 Kilo-Ohm Widerstand durchgängiger ist als der 16 Kilo-Ohm Widerstand, fließt der Strom zunächst von Plus über den 8 Kilo-Ohm Widerstand durch die Leuchtdiode zur Basis vom linken Transistor. Dieser wird leitend und er entzieht dem rechten Transistor die nötige Basisspannung. Dadurch sperrt der rechte Transistor und es wird verhindert, dass der rechte Transistor dem linken Transistor die nötige Basisspannung entzogen wird. Befindet sich das Flipflop im Reset-Modus.
Und am Ausgang Q liegt keine Spannung an. Der Ausgang Q ist auf Low. Folgt jetzt auf dem Eingang S ein kleiner Spannungsimpuls, fließt der Strom über diesen S-Eingang zur Basis des rechten Transistors, der die LED verhindert, dass der Strom über den Arbeitsweg des linken Transistors abfließen kann. Und hat außerdem eine Signalwirkung, denn im Reset-Modus ist die rechte Leuchtdiode aus und die linke Leuchtdiode ist an. So weiß man, in welchem Zustand das Flipflop sich befindet. Also fließt über S ein Strom zum rechten Transistor, wird der leitend. Und dem linken Transistor wird die Basisspannung entzogen. Er sperrt, das heißt, dem rechten Transistor kann die Basisspannung nicht mehr entzogen werden. Er wird leitend und jetzt geschieht genau das Gegenteil. Der rechte Transistor entzieht dem linken Transistor die Basisspannung. Somit somit wird verhindert, dass am Ausgang der Strom abgezogen wird und der Ausgang Q wird leitend. Also er wird high oder man kann auch sagen, eine 1 liegt an. Erst wenn am Reset-Eingang wieder ein kleiner Spannungsimpuls folgt, wird der linke Transistor wieder leitend. Dem rechten Transistor wird die Basisspannung entzogen und der Ausgang Q wird wieder low. So, ich habe mir mal eine Platine geätzt und mit Bauteilen bestückt und von hinten angelötet. So, hier habe ich Löcher reingebohrt und Schaltdrähte durchgeführt. Hier kann ich dann so aus dem Experimentierkoffer so Stecker reinstecken. Das hier ist dann jetzt zum Beispiel Plus. Hier unten ist Minus. Der Stecker wäre dann die Reset-Funktion und der die Set-Funktion. So, ich habe jetzt mal das Flipflop angeschlossen an einen 9-Volt-Block. Die linke LED leuchtet, was bedeutet, dass das Flipflop sich im Reset-Modus befindet. Jetzt werde ich mit diesem Stecker hier einen kurzen Spannungsimpuls auf den Set-Eingang geben und dann müsste das Flip-Flop umspringen auf den Set-Modus und die rechte Leuchtdiode müsste leuchten und der Ausgang, der müsste high werden und man müsste auf den Multimeter einen Spannungswert ablesen können, einen höheren. Also ich gebe jetzt mal einen Spannungsimpuls auf den Set-Eingang. Ja, die rechte LED leuchtet. Und wir haben einen Wert von 2 Volt, 2,29 Volt. Also der Ausgang wäre high oder man kann sagen, eine 1 liegt an.
So, und jetzt gebe ich auf den Reset-Eingang wieder einen kleinen Spannungsimpuls und dann müsste das Flip-Flop wieder resettet sein und der Ausgang müsste wieder low werden. Ja. Die linke LED leuchtet wieder und am Multimeter ist keine Spannung abzulesen.